Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Stellwerksim. Wir sind heute mal in Basel SBB daheim und werden da heute mal versuchen, den Bahnverkehr weitestgehend gut zu managen. Verspätungstechnisch schaut einigermaßen okay aus. Haben wir ein paar Ausreißer dabei, aber ansonsten läuft's. Bin jetzt seit 10 Minuten hier drin, habe ein bisschen Verkehr schon gemacht. Es gab da mal einen Loktausch. Ich fährt jetzt gerade hier unten in die K-Gruppe mit rein. Und ansonsten noch alles okay. Da ist gerade von 602 ein Zug reingefahren. Der fährt rüber zum Badischen. Und ansonsten um 7:50 Uhr jetzt dann Gleis 18 nach 257. Das ist der Zug da unten. Dann werde ich dich da schon mal soweit vorbereiten. Wunderbar. Und was natürlich noch fehlt, ist Musik. Habt aber von Epidemic Music die Playlist Smooth ausgewählt. Oh, da kommt der nächste von 202. Wollen wir hier mal annehmen. Der will auf Gleis 7. Okay, einmal Einfahrt hier rein. Wunderbar. Gleis 6 will demnächst ausfahren nach 202. Ja, muss dann eh noch warten. Gut, 18 müsste unterwegs sein. Ah, oh, da kommt der nächste. 302 auf die 17. Kriegen wir hin, ist frei. Einmal auf die 17 runter. Ist schon ein ganz netter Bahnhof. Also waren wir schon für mich hier drin. Kann ab und zu mal ein bisschen stressig werden, aber ansonsten echt ganz nett. Auch in echt ein schöner Bahnhof. So. Und solange es STA, ah, da kommt einer von hier, von Frankreich. Der möchte einmal darüber. Der möchte auf die 5 rauf. Warum bist du da auf die 5 rauf? Okay. 12:15, 13:03. Ja, dann werde ich dich da gleich mal auf die 5. Hatte ich jetzt auch noch keinen Zug, der hier auf die 5 rauf wollte. Gleis 6 auf 202. Tun wir hier gerade schon mal einstellen. Einmal so, einmal so. Und einmal so. Wenn der eingefahren ist, kannst du ausfahren. Dann passt es erstmal für mich. Den nächsten haben wir von 16 nach 902. Das hier unten. Ja, und ich denke mal, jetzt habe ich mal ganz kurz Verschnaufpause. Lese ich euch mal ganz kurz so vor, was Stellwerksim so zu Basel SBB sagt. Mit 175.000 Einwohnern ist Basel die drittgrößte Stadt der Schweiz. Sie befindet sich im Nordwesten des Landes am Rheinknie und grenzt sowohl an Deutschland als auch an Frankreich. So wurde auch der erste Bahnhof der Schweiz 1844 von den Franzosen eröffnet. Heute befinden sich Basel drei Fernverkehrsbahnhöfe, nämlich der Zentralbahnhof, auch Basel SBB, an welchem gleich an den französischen Elsässer Bahnhof Balai-SNCF angebaut ist, sowie der Badische Bahnhof der Deutschen Bahn, Basel-Bad. Der Zentralbahnhof Basel SBB ist dabei der größte Grenzbahnhof Europas. Neben der Eisenbahn kennt man Basel insbesondere als Standort vieler Chemiefirmen, seines Fußballclubs sowie wegen seiner berühmten Messen. Echt? Ist Fußball so ein großes Ding? Ich meine, ich bin da fußballtechnisch so gar nicht vom Fach, aber wird vermutlich schon stimmen. Mal kurz gucken, Gleis 16 nach 9:02 Uhr. Das werde ich jetzt gleich schon mal einstellen. 16902, das heißt, wir fahren hier rein. Von da nach da, von da nach da. Kriegt ja schon mal seine Ausfahrt. Ich glaube, ich mache mir das mal hier ein bisschen weiter nach oben. Okay. Abgebildet sind die kompletten Personenbahnhöfe der SBB und der SNCF. Der ehemalige Güterbahnhof Wolf, welcher heute hauptsächlich der Abstellung von Personenzügen dient, ist lediglich als Einfahrt dargestellt. Durch diesen Güterbahnhof können auch Züge zum Personenbahnhof Muttenz gelangen, was jedoch im Regelbetrieb nur durch eine S-Bahn-Linie genutzt wird, die S3.
ebenfalls durch den Güterbahnhof können Güterzüge aus Frankreich zum Basler Rangierbahnhof einfahren. Die Stammstrecke nach Muttenz ist mit den Gleisen 101, 201 und 301 abgebildet. Und diese Strecke zweigt die Verbindungslinie zum Badischen Bahnhof ab, wobei die Gleise mit den beiden Gütergleisen Basler Rangierbahnhof vereinen und dann gemeinsam über den Rhein führen. Der mittlerweile getrennten Gleise sind hier nicht abgebildet. Züge in Richtung Frankreich können den Bahnhof direkt von SNCF-Teil in Richtung Frankreich verlassen, wobei für Güterzüge ebenfalls eine zweigleisige Güterumfahrung besteht. Zu guter Letzt soll noch die Strecke durch das Laufental erwähnt werden. Jetzt mal kurz hier reingucken. Der wartet immer noch auf die Einfahrt. 202 meldet sich. Lass mal rein. Der will auf Gleis 11. Gleis 11. Mach mal hier mal so. 11 hier runter. Da muss ich erstmal nichts machen. Als größter Bahnhof der Stadt wird der Basler SBB von Zügen aller drei Bahngesellschaften angefahren. So können internationale ICEs, TGVs und Eurocities genauso gut wie nationale Intercities und Interregios in alle Landesteile beobachtet werden. So erreicht man ohne umzusteigen Metropolen wie Hamburg, Berlin, Amsterdam, Paris oder Mailand. Auch im Regionalverkehr bildet der Zentralbahnhof das Herzstück der S-Bahn Basel, welcher in allen drei Ländern verkehrt. Am dichtesten benutzt wird dabei die Strecke nach Muttenz, also der Anschluss zum Rest der Schweiz. Güterzüge in diesem Stellwerk verkehren ausschließlich vom Ausland, also Frankreich oder Deutschland her, zum Basler Rangierbahnhof, welches sich genau genommen in der Nachbargemeinde Muttenz befindet. Gleis 14 wird dann auch fahren, noch 6:1. Könnte man eigentlich auch schon einstellen. Und haben wir das. Wollen ja hier alles pünktlich soweit haben. So, und der fährt jetzt auch nach oben. Dann ist hier nichts mehr rot. Eure Nachbarn sind im Norden, Basel-Badischer Bahnhof Weil am Rhein, welcher hier im Spiel bereits Deutschland zugehörig ist. Auf der Schweizer Seite kann man das Stellwerk Muttenz direkt durch die Gleise 101, 201 und 301 oder indirekt über den Güterbahnhof erreichen. Hinter den Abkürzungen RUC versteckt sich der Betriebsbahnhof Ruchfeld, welcher als Einfahrt zum Stellwerk Laufen fungiert. Das Steuern dieses Stellwerks wird durch einige Dinge erschwert. So ist in der Schweiz das Regelgleis auf der linken Seite zu finden, im Ausland hingegen herrscht Rechtsverkehr. Dieser Rechtsverkehr herrscht auch auf der Verbindungslinie zum Badischen Bahnhof, obwohl dieser auf der Schweizer Boden liegt. Das ist der Teil hier oben. Also da geht es zum Badischen. Diese Kurve hier. Habe jetzt noch einen übersehen. Keiner fährt rein. Okay, kann ich weiterlesen. Übergaben zum Stellwerk Muttenz sollten insbesondere bei einem aktiven Nachbarn abgesprochen werden. Im Regelfall dient das Gleis 201 ausfahrenden Zügen, wohingegen Gleis 301 für einfahrende Züge gedacht ist. Das Gleis 201 kann in beide Richtungen benutzt werden. Die Gleise 4 und 5 sind für einige Züge zu kurz, weswegen sie über Signale hinaus rangierende Gleise 4i und 5i existieren. Dafür muss eine weitere Fahrstraße eingestellt werden. Das ist dann hier oben. Zum Beispiel 4, 5 geht es dann weiter nach A79. Werden wir dann vermutlich nochmal sehen. Ja, und das Abauer-Team wünscht uns erstmal viel Spaß. Werden wir, denke ich, mal haben. Gut, nächsten Abfahrten. Gleis 17, noch 621. Um 6 nach, das ist jetzt in wenigen Minuten. Die S3 Olten nach Laufen. Oh, kommt schon wieder was. Der fährt aber zum Badischen durch. Ich habe mir da eine automatische Fahrstraße eingestellt, dass wenn hier ein Zug hier reinkommt, dass er automatisch da weitergeht. Dann müssen wir hier nichts machen. So, 202 meldet sich wieder. Was willst denn du? Du willst noch Gleis 10. Gleis 10 hier runter. Kannst du haben. Oh, Gleis 7 Ausfahrt. Nach 202. Das ist doof. Wobei, du kannst schon erstmal so hier fahren. Und dann machen wir den hier. So, 602, das war da oben. 163, will nach 702. Schicken wir da mal rüber. Kann der Nachbar Spaß haben. Und Stichwort Nachbarn. Haben wir Nachbarn? Regionsraum. Keiner da. Schade. So, 17. Ausfahrt. Nach da. Damit ich dich nicht vergesse.
der auf Gleis 5? Jetzt sind 13. Er darf 19. Die 270. Kann ich den nicht jetzt schon mal losschicken? Ich glaube, ich möchte den jetzt schon losschicken. Junge, Gleis 5, Funk, vorzeitige Abfahrt. Dann wurde aus der Verspätung eine Verfrühung. Das ist doch einmal was Gutes. Sehr gut, die sind aneinander vorbeigefahren. Der Plan ist aufgegangen. Du musst hier runter. Ah, 263 von Gleis 2. Gleis 15 fährt um 16 ab. Ja, ich glaube, den können wir durchschicken. Hätte ich jetzt mal gesagt. So, komm mal in die Gänge da hinten. Industrie hatte ich bis jetzt auch noch keine der Session, dass da mal einer rauskommen ist. Auch nicht in der A-Gruppe. Kommt bestimmt doch irgendwann. Ah, es wäre schon irgendwie cool, wenn man jetzt hier vom echten Bahnhof eine Webcam hätte, dass man hier mal irgendwie einblenden kann. 302 meldet sich. Noch 4. Okay. Einmal. Ja, doch. Einmal so rauf, bitte. Oh, der aus Frankreich kommt auch in die Gänge. Kommt in unsere Richtung. 163. Gleis 12. Gut. Heißt, du fährst so. Und fährst bis hierhin und dann einmal hier so querbeet über alles. Müsste sich sehr gut ausgehen mit dem 172er hier. So, und den schicke ich jetzt auch weiter. Einmal durchpfeffern. Halt. Das Signal bitte, danke. Gleis 2. Ah, shit. 263. Du musst mir... Der muss da runterfahren. Und einmal da drauf. Komm. Von den Franzosen kommt auch noch einer. Ah, deswegen. Okay, I see. 19 und dann wieder rüber. Der fährt dem anderen Güterzug hinterher. Oh, wer klingelt da? Von wo? Ach, die E-Gruppe. E-Gruppe, was willst du? Ach, der will in die Waschanlage fahren. Können wir machen. Der will da einmal umsetzen. Jetzt fährt der natürlich zuerst ein. Gleis 10, 263. Geht gerade auch nicht. Er macht mir alles dicht nach 12 da unten. So, Wiederholung da noch runter bitte. Und mal kommt gerade der nächste. Kommen sie alle daher? Okay.
Erst im Rangierbahnhof Spaß haben. Komm mir, Junge, gib Gas. Und du kannst dann auch hier einfahren und fahren wir dann noch hier weiter. Ja, so viel zum Thema Verspätung. Ah ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen weihnachtlich, das Lied. Jetzt passt es gerade, weil es gerade Weihnachten ist, wo ich das hier aufnehme. Wenn ihr das irgendwann später anguckt, tut mir leid. Junge, gib Gas. Und halt alle beide nach Deutschland hoch. 10 und die 2. Der kann eigentlich gerade weiter düsen. Und gerade mal die Wiederholung rein. So, jetzt müsste eigentlich gleich jeden Moment frei werden, damit ich die zwei Züge hier loswerde. S-Bahn. Oh, das ist ein ICE. Das. Na gut, fährt die S-Bahn zuerst. Da gibt's wieder Schimpfe. Gut, Nummer 10 gleich noch mit einstellen. 10 einmal da. Da nach da. Und da nach da. Und hier auf 263. Und das gleich nochmal. Noch ein Franzose, aber diesmal auf 31. Okay. Einmal hier rein und fährst dann auf die 31. Bitteschön. Gleis 8 auf die 102, das müsste ich eigentlich machen können, ohne dass ich ein ICE blockiere. Hoffe ich mal. Gleis 10, ich weiß. Ah, 10 kriegt auch die Fahrstraße. Sehr gut, das funktioniert. Wir fahren jetzt direkt hintereinander. Ah, 67, der will ja in die Waschstraße. Du fährst einmal so und einmal so. So, 67, vorzeitige Abfahrt. Ich glaube, ich möchte andere Musik haben. Ja, mal ins nächste. Nee, sagt man auch nicht zu. Machen wir das mal. Gut, schnell weg hier mit den Zügen. 12. Bar 263. Oh nee, das gibt's nicht. Jetzt kommt von 302 was auf Gleis 7. Wir machen das jetzt am doofsten. Gleis. Machen wir das so, damit sie dir nicht im Weg sind. Und die 12 fährt man hier wieder rauf. Das erste. Ah, komm, S-Bahn, mach hin da oben. Wo ist der?
Guck mal, habe ich da gerade einen Zug falsch geschickt? Was ist da jetzt auf 31 reingefahren? Der 90-2 soll eigentlich auf 31. Nee, ich habe da jetzt nicht einen Güterzug reingeschickt. Vier, fünf, zwei, zwei. Alter Scheiße, ich habe da einen Güterzug gerade reingeschickt. Das ist jetzt enddämlich. Geil, 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 geil. Kann der da oben reinfahren? Probier's mal an. Scheiße. Bitte mal kurz dauerhaft ändern. Das ist jetzt scheiße. Ach Mann! Wie ist denn das jetzt passiert? Ja, super geil. Super geil. Das ist ein First für mich. Dass ich einen Güterzug da oben reinschicke. Sehr geil. Okay, wir machen hier nochmal die... Ne, Wiederholung ist drin. Ja. Fahr hier bitte wieder raus. Ach du Scheiße. Chaos, Löwe macht wieder Chaos. Außerplanmäßiger Halt vor 166, das ist das. Ja, ich weiß, das ist gerade selten dämlich. Ich hoffe, der kommt hier hinten rein. Dann habe ich das Gleis da oben jetzt auch mal benutzt. Unfreiwillig. Geil. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie schicke ich dich dann jetzt gleich am... Naja, so... Wie hier... Na, da unten komme ich nicht. Auf Gleis 10, Gleis 10 dann da raus, irgendwie. Naja, kriegen wir hin. So, da 2103. Wo ist denn der? Muss badisch, der fährt auch so hoch. Okay, das sieht gut aus. Er fährt jetzt auf die 31 rein. Fragt sich, warum da hinten jetzt ein Güterzug rückwärts fahren ist. Normaler Wahnsinn hier, wenn ich hier FDL bin. Oh Mann, 2473. Was ist denn eigentlich mit dir? Wie ist denn O? 1319. Ach Mann. Ich habe den nach oben gescrollt. Gleis 15 auf die 102. Das wäre noch ein geiles Feature, wenn der automatisch hier nach oben scrollen wird. Wenn du jetzt dann einmal so verschoben bist, denkst du, ich habe doch keine Züge mehr. Und 4 muss auch auf die 102. Jetzt gleich. Kann man eigentlich gerade nachprogrammieren. Jetzt da auf die 102. Fahrstraße hier nochmal rein wiederholen. Perfekt. Oh je, oh je. Ich darf mal keinen Stellberg reinlassen. Ja, oh, der Kollege, der ist jetzt auf A17. Das war S133. Sagen wir hier nochmal. Dauerhaft ändern. Und wir fahren nach da unten. Auf Gleis 12.
Und ich dachte, das wird eine ganz angenehme Session, ohne dass irgendwas Aufregendes passiert. Ja, so kommt's. So, der muss da lang. Keiner hat was gesehen. Güterzug Sonderfahrt nach da oben. Ah, ist schlimm. Und eigentlich hätte ich ihn weiter oben auch reinschicken können. Ah ja, Hauptsache, der fährt weg. So, 31 muss dann hier auch mal wieder wegfahren dann. 13, 21, jetzt dann. 31, ich stelle dich da schon mal ein. Fast bei der 7 hier durch und dann tschüss. Der Song ist irgendwie auch nicht so... Euro City 7. Ersatzlok Euro City 7. Wie? Er ist plus 41. Nö. Du kommst später mal wieder. Ich muss die Musik mal anders einstellen. Chicken Instrumental. Machen wir mal... Keine Ahnung. Bester. Ich mach echt mal eine eigene Playlist für sowas. Okay, jetzt glaube ich, scheint es mal für den Moment ruhig zu sein. Gott, 163, Gleis 2. Gut, komm mal her. Gleis 2 ist frei, Einfahrt kommt. Sieht's ja gar nicht mehr so schlimm aus. Jetzt, wo die Züge weg sind. Irgendwie Hamburg Hauptbahnhof von der Session lässt ein bisschen grüßen. Nice. Also plus 4, plus 6, plus 5, plus 3, plus 5, plus 5, plus 11. Händelbar. 5, 2, 1. Du musst auf Gleis 16. Die S3. So, was mit dem 163er da oben? Okay, der fährt. Legen wir so eine Ruhephase hier. Oh, der da hinten ist bei E72. Jetzt sind wir dann auch gleich los. So, 802 kommt da rein. Der fährt nach Frankreich rüber. Gut. Über Gleis 18. Ohne Halt. Und von Frankreich selber kommt auch noch einer. Auf Gleis 8 und dann Gleis 5. TGW, Gleis 5, Gleis 5, das ist da. Soll ich...
steht jetzt nur 5. Ich glaube, ich lasse den so fahren. Einfach nur deswegen, weil ich ein bisschen Angst habe wegen der Länge. Ich meine, über 30 wäre natürlich auch die Option gewesen. So. Achso, nee, 18 habe ich schon eingestellt. Sehr gut. Nee, die Musik ist zum Einschlafen. Ich brauche mal was anderes. Sagen wir mal High Tempo. Das schnellste, was sie zu bieten haben. Machen wir das da. Das hat was. Geht so ein bisschen Blues-Jazz-mäßig rein. Bin ich großer Fan davon. 302 auf die 12. Das ist gerade ein bisschen doof. F die 12 ist eingestellt. 2070 Interregio 36 Zürich Flughafen Basel und der nächste von Frankreich. So, dann machen wir das hier so. Und du fährst dann hier auf die 19 runter, bitte. Oh, jetzt geht's los. Nach Ruck 063 bei D73. Ah, der fährt so. Kannst du haben? Was nein, den ich übersehen habe? 11 bin nach 202. Auf jeden Moment ausfahren. Und wir haben noch einen von 302 für Gleis 17. Ah, müssen wir jetzt mal kurz einen Moment warten. Der fährt weiter nach da. Ausfahrt schon mal bitte. Son of Seven von Christoph Gorman. Hat auch irgendwie was. So, wie sieht's aus mit der Fahrstraße? Das ist jetzt selten dämlich. Und da läuft's. 602 kriegt auch gerade seine Fahrstraße da oben. Wunderbar, muss ich gar nichts machen. Dann werde ich jetzt mal den hier einfahren lassen, dann soll der 11er zuerst raus und dann der nächste hier wieder. Hier 64, noch gerade mal kontrollieren. Das passt. Er ist 19:39. Nee. Du fährst gerade mal durch. Halt, falsches Signal. Dankeschön. So, Elfer. Gleich ist soweit.
Oh, 16 ist dann der nächste Grad. Oh, warte mal. Um 3 nach. Nee, dann kriegst du Chaosfahrt. Sorry. Das ging jetzt gerade nochmal zurück. Das habe ich zu spät gesehen. Gut. Die L-Fahrt ist 16. Du fährst nach da. Magische Weise hier schon alles eingestellt. Du auf die 17 kann ich dann auch schon mal einprogrammieren. Plus 7, plus 4, plus 7. Das geht besser. ...1970. Das war doch der mit der Mega-Verspätung, oder nicht? 1970. Nee, der kommt pünktlich, so wie es aussieht. Ja, dann komm mal rein. Von der K-Grube. Annehmen. 1970 kommt auf Gleis 8. Okay. Ja, wenn der dann durch ist, schickt man den hier ganz nach oben. Nach da. Und dann kann der an seinen Zug ran. Gleis 5. Noch 202. Machen wir. Na, Scheiße, jetzt will da was von 202 einfahren. Wie viel Verspätung? Ja, komm, machen wir das schnell. 202 oder 568. Wo ist der? Da. Auf Gleis 9. Gleis 9 ist eingestellt. Du fährst dann hier runter. Nach da. Weil der weg ist. Der ist natürlich hier ausfährt. Da hätte ich gerne noch ein viertes Gleis. Das wäre super praktisch. Aber halt auch wieder einfach. Gut, Range hier fahrt da unten. Ja, hab schon. Jetzt müsste es gehen. Fährst du mir bis hier hin? Eschewe, du musst nur ganz kurz warten. Ja, der wäre pünktlich. Nee, 202 geht jetzt gerade nicht. Da fährt jetzt zuerst mein TGW. Warte mal, Multiplayer gucken. Nö. Immer noch keiner als Nachbar da. Sorry, ist gerade nicht. Wobei eigentlich. Jetzt ist eigentlich. Der hätte eigentlich bis davor fahren können. Naja, ist egal. Zu spät. Ein bisschen karibisch. Nee, was anders. Gleis 2263. Da müsste ich Gegengleis schicken. Nee. Gut, einmal so, einmal so, so, so. Und dann die 12 als nächstes.
12 auf 102. Werden wir auch mal einprogrammieren. Gut, hätten wir das. Und die 17 wäre auch Kandidat, der gleich wegfährt. 17 ist da unten, fährt nach da. Ach, von der K-Gruppe. Was kommt denn da jetzt von der K-Gruppe? Was bist denn du? Von der K-Gruppe nach E-Gruppe über das Gleis da. Okay. Warte mal. Dann fahren wir hier so. So. Und so. Ersatzlok EuroCity 7. Lass mal ganz kurz schauen. EuroCity 7. Nein. Heute nicht. 202. Was kommt da jetzt für einer? Gleis 6. Intercity 6 Brieg. Okay. Gleis 6 ist eingestellt. Badischer. Der will darüber. Halt. Hätte man es. Oh, ja, jetzt ist wieder voll. Der will dann auf Gleis 4. Lass mal den Intercity dort zuerst mal fahren. Weil dass wir die 6 noch mal kurz kontrollieren. Gleis 11. Annehmen. Ah je. Jetzt wird's kuschelig. Ah, 17148. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. 17148. Wo ist der? Ach da. Er muss auf die 4. Er muss so. Und eingestellt. Das gar nicht, wenn hier so viel rot ist. Gleis 19. Möchte dann auch mal weg. Gleis 19, düsen wir ab. 33 nach Frankreich. Weg mit dir. J-Gruppe. Was bist denn du? C20. C20 und dann auf E72. Komm, C20, mach mal. Passt mir jetzt irgendwie gerade gar nicht. Diese Ersatzlok ist 1970. Ersatz EC6. Ah, habe ich einen Zug? Oder habe ich schon? Ne, ich glaube, ich habe schon. Ja, macht schon Spaß hier. Im Basler SBB. Weil es nur irgendwie spaßiger mit Nachbarn. Ich habe momentan nicht das Glück dafür. Yay, der nächste 302. Interregio 27 auf Gleis 15. Boah, das ist ganz unten. Ja, wenn es sein muss. So, 67.
Das glaube ich war der mit der E-Gruppe, oder? Ja, der war die E-Gruppe. So, bitteschön. Nee, da soll mir auch nichts. Einmal weiter. Das ist wieder sowas X-Mess-mäßiges. Nee. Ja, das ist schon besser. So, C20. Habe ich noch gar nicht auf der Liste. Ah, jetzt. 42, noch 902. Stellen wir mal ein. Da muss der weg, damit die Rangierlok da oben rauf kann. Ja, nicht Rangierlok. Der erste Schluck 163. Oh, ist ein Roller. 702. Und tschüss. Läuft, läuft. Ersatzlog. Euer CT7 ist schon mal da. Ach shit, warte mal, ich hab da den. Euer CT7. Nee. Euer CT6. 57. Kommt noch. Gleis 7, Ausfahrt nach 102. Weg mit dir. Der fährt gleich ab, das ist der da links unten. Möchtest du auch schon mal fahren? Gleis 7, ah, das war der, gut. Noch unter Kontrolle. Fährt nach E-Gruppe. Interesting. Macht es Sinn, dass ich beide Rangierloks da schon mal hochschicke? Also beziehungsweise die andere ist ja schon da oben, aber dass ich den da unten mal hoch mag. 802. 71, 18. Okay. Ich bin ein Franzose hier. Okay, das wird da. 18 hier Runde. Gleis 6 nach E-Gruppe. Wie machen wir das am doofsten? Der muss auf das da unten. Da ist gerade er noch hier drin. Soll man den da schon mal. Soll man den. Nee. Rangierfahrt hat kein Prio. Dann warten wir, bis der durch ist und dann lassen wir den in die E-Gruppe einfahren von Gleis 6. Da haben wir jetzt mal keinen Stress. Oh, da kommt der nächste. Nach Container. Ja, das ist wiederum einfach. Bitteschön. Ich bin hart am Überlegen, ob ich dann fürs Video die ganze Musik
Austausch zu was anderem. Also wenn die Musik überhaupt nicht zu dem passt, was ich ab und zu mal kommentiert habe, dann liegt es daran, dass ich es dann ausgetauscht habe. Genau so. Franzose nach 35. Über 8. Über 30 ist ganz oben. Ja, ich glaube, ich. Mein Zukunftssicht wird die Musik austauschen. So, 202. Du bist da 1970. Ah, sehr gut. Auf Gleis 8. Gleis 8 hier bitte rein. Dankeschön. Und der Satzlok 1970, die steht 283. Das ist eh die Lok. Sehr gut. Dann kann ich die andere Lok eigentlich schon mal hier nach oben schicken. Hoffe, das ist kein Fehler. Lok 521 nach Gleis 16. Und wenn der da durch ist. Aber bevor die Lok dann hier reinfahrt, zu dem 1970er, wenn wir Gleis 6 hier ausfahren lassen. Damit mein Bahnsteig wieder frei ist. Eigentlich Gleis 18 nicht gerade durchfahren lassen. Warten wir noch mal einen Moment. Also E-Gruppe, das unterste. RF. Ach so, ja, das ist der von Gleis 6. Ja, Junge, geht gleich los. Dann lass die Feier anmachen. Wo bist du hin? 163 noch zu. Hä? Über 5i. Okay. So, Gleis 6. Kann ich das machen? Oh ja, das geht. Noch E-Gruppe. 163 noch 5i. Fangen wir einmal so. 5. Und dann die Verlängerung. I oder L, bin mir ganz sicher. Jedenfalls fahrt er hier so rein. Die 4 auf 102. Ja, muss warten, aber ich kann es dir zumindestens schon mal voreinstellen. Und dann lassen wir die 4 noch schnell ausfahren, der ist eh noch da oben. Ja, machen wir das mal schnell. Lok 1970 bereit zum Abstellen. Die Lok fährt mir mal nach da hinten. Heute sieht die 7. Eine Verspätung. Wird 20? Nö. Und ein Franzose ist da kommen. Der fährt durch. Nach da unten. Gleis 18, Abfahrt. 57, gleich mal. Es ist noch einmal einer. Der will auf Gleis 2 dann.
So, eingestellt. Du kannst dann nochmal bis dahin. Und stellst mir dann auf Gleis 2 ein. Und dann kann jetzt die Lok hier gleich mal reinfahren. Eins weniger da. Gut. Einmal auf Gleis 8 bitte. Auf die 14. Bitteschön. Die andere Ersatzlok. Wo das ist die S362? Die steht jetzt bei C20. Oh, das sind die 6. 57. Und auch bald. Die Lok 1970 fährt auf die K-Gruppe. Also die schick dich mal nach da. Nach da. E6422. 57, was du fährst mir jetzt schon ab. Vorzeitige Abfahrt. Weg mit dir. Nächstes ist der auf 16 nach 902. Eins nach. Ja, dann wird der eine Güterzug hier warten. Das 16:33, 16:09. 16:09? Der bleibt ja ewig lang da stehen. Noch eine lange Mittagspause da. Diese Franzosen. Ob ich die eine Lok da noch schnell rausschieben kann? Die Lok lasse ich noch da hinten stehen. Weh tut es jetzt momentan nicht. Ich glaube 5i. Das ist viel zu spät, da muss noch 202. Ja, sehr gut. 202. Dann kann der ICE da mal fahren. Stunde Verspätung. Holy shit. So, jetzt machen wir hier mal schnell die Rangierfahrt. Nach da, nach K-Gruppe. Gib bloß Gas, weil ich hab da einen Zug, der da nach rechts raus muss. Dro 102 nach 17. Passt mir jetzt gar nicht, wenn du um 1 nach. Ja, wobei. Die Lok ist jetzt gleich mal weg. Geht sich das aus mit der Ausfahrt?
Gleich 17. Was mal fürs Erste. Von 802 kommt auch gerade was auf die J-Gruppe. J. Leute mal. Ist eine Energiefahrt. J96. Auf C. Einer 50 und dann hinten rein. Okay, alles klar. So, ICE ist dann auch weg. Also nicht mehr unser Problem mit der Verspätung. Geht sich doch gut aus. So, die 16 können wir uns schon mal einstellen. Einzelwagenverkehr Straßburg-Basel. Nee, den lasse ich noch warten. Bis der hergefahren ist, die S3. Kriegt da halt eine Verspätung. So, C51. Weiter geht's. Ja, und die 202 klingelt mal wieder. Guck mal, den 2320, Interregio 26 auf Gleis 7. Neues 7 bekommst du von mir. Viel Spaß bei der Einfahrt. 602, achso, der fährt oben nach Deutschland. Gar kein Problem für uns. Ach, das mit dem einen Güterzug, das ärgert mich schon ein bisschen, dass ich den da mal oben reingeschickt habe. Das hätte ihn echt bestimmt witzig ausgesehen. Und der Lokführer, der hätte mir erstmal was erzählt. So, da, 16. Wir fahren aus nach da. Moment. 16. Doch, kommt. Einmal so durch und nach da. Und als nächstes kommt er hier. Auch man ist gleich mal 2. Jetzt haben wir dann hier die ganzen Ausfahrten. 14 nach 621 im Anschluss um 3 nach. Sechs nach 17, 9 nach die 2. Ja. Ja, lieber Lokführer, S-Bahn fahrt zuerst. Tut mir leid. So, C51 auf die J-Gruppe. Ah, schon wieder die 202. Erst diesmal. 8 Euro sieht die 6. Auf Gleis 11. So, einmal hier runter bitte. Auf dich habe ich schon gewartet. Das heißt, die eine Lok kann schon mal eins weiterfahren. Oha, was ist das schon bei der Stunde? Oh mein Gott, die Zeit vergeht. 263, das ist der, was hier Ringfahrt ist, ne? Ja, das kann er der. Ja.
Alles gut, ich dachte schon, da oben wäre schon der nächste Zug kommen. Okay, liebe Leute, nachdem wir ja eh schon bei einer Stunde sind, würde ich sagen, mache ich an der Stelle erstmal ein bisschen Schluss. Hat Spaß gemacht. Das mit dem Gütesog war halt schon mega fail. Aber ansonsten, glaube ich, ist es einigermaßen gut verlaufen. Macht Spaß hier in Basel. Wir könnten eigentlich als nächstes mal die deutsche Seite machen. Da war bis jetzt noch nicht so lange drin. Oder mal der Güterbahnhof, aber bei dem Güterbahnhof, da wäre ein bisschen Schiss. Da geht es ein bisschen rund. Aber wäre auch mal eine Challenge, dass wir hier mal Güterbahnhof-Action machen anstatt Personenbahnhof. Ihr könnt es mitentscheiden. Schreibt es einfach in die Kommentare rein. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.